So, heute wieder mal ein neuer Teil der Garten-Doku. Wir haben nämlich schon den ersten Schwerverletzten zu beklagen. Der Ralle hat nämlich, wie man hinter mir sieht, diesen ganzen Hügel hier am Samstag weggebracht. Und am Samstag war es nämlich am Regnen wie Deluxe de Sau. Und hat sich einen, nicht Bauchdeckenriss, sondern Bauchmuskelriss hat er sich zugezogen. Genau. Der liegt nämlich jetzt im Krankenhaus und auf diesem Weg erstmal schöne Besserung oder gute Besserung. Und der wird erstmal ein paar Wochen ausfallen, aber naja. Wir legen mal weiter. Wie gesagt, also der Haufen ist auf jeden Fall schon mal weg, also das hat er noch geschafft. Dann haben wir die Hecke schon mal grob gestutzt. Sie ist zwar jetzt noch nicht ganz gerade, wie man sieht, so ein bisschen Wellerform noch, aber die sieht auch schon mal so in die richtige Richtung. Dann haben wir angefangen mit dem Bambus hier, das auszubuddeln. Das ist natürlich Deluxe, die, naja, nicht spannende Arbeit. Dann haben wir hier, genau, da die Hecken haben wir auch schon mal hier so ganz grob schon mal so in Form gebracht, aber wie gesagt, das ist alles noch, das Feintuning kommt noch. Und ja, genau, der größte Schritt, den wir gemacht haben, ist, wir haben die Terrasse abgerissen. Hat natürlich jetzt, ich hatte meine Kamera nicht dabei, war auch gar nicht geplant. Aber wir hatten halt eben zum Glück, oder Tatjana hatte zum Glück ein Handy bei, hat aber natürlich eine Hochkant gefilmt, aber genau, blende ich mal eben schnell ein. Wollen wir mal versuchen, das mit einem Stück alles zur Seite zu drehen? Okay. Marki, Mark? Ja, Mark, ich glaube, das ist falsche Ecke. Ich würde anders probieren. Ja, ich würde ich auch. Oh! Oh. Alter. Ei. Ja, ja, hier kommt's gleich. Warte. Warte. Wow! Alter Schwede! Yeah. Das Ganze jetzt mit ohne Terrasse aus. Mit ohne, ja. Mit ohne, genau. Wie man viel sieht, sieht man viel nichts. Genau. Und heute ist der Plan heute ist gleich genau den Transporter hier rückwärts reinfahren. Haben wir schon gerade gefragt, jetzt das Tor aufschließen und dann wollen wir gleich mal hier so die dezenten Holzberge einmal da und einmal da schon mal so eine Fuhre zur Kippe bringen, damit wir heute schon mal so ein bisschen mehr Luft zum Atmen hier bekommen, bevor wir hier weiter machen. Und dann der nächste Plan wäre, gucken, wie die Zeit und das Wetter hält. Wir haben ja noch hier drei halbe Quadratmeter. Einmal da, einmal da hinten und an der Tür ist nämlich auch nochmal so ein, was wir noch wegstemmen müssen. Da sind wir auch noch nicht zugekommen, weil das auch alles so tierisch lange aufgehalten hat. Wie man hier an dem ganzen Gerümpel sieht, ist hier auch noch viel Bauschutt, der noch, auch noch irgendwie entsorgt werden müssen. Ja. Und zwar haben wir unseren Transporter jetzt mal so ein bisschen vollgeladen und jetzt so den letzten Rest noch. Und dann fahren wir mal ab zur Kippe. Ein paar Gramm entsorgen. So, wieder zurück. Genau, da ist schon wieder Terror. Mal ein paar Meter an die Seite gehen, sonst hört man mich ja gar nicht. Knapp 400 Kilo hatten wir an Holz. Mussten wir aber bezahlen. 9 Euro pro 100 Kilo, also zumindest in Münster. Falls ihr das auch mal habt, also den ganzen Bulli voll. War im Rahmen. 25 Euro haben wir bezahlt, alles gut. Jetzt haben wir da hinten noch, Tim ist da schon wieder am Stemmen fleißig, weil wir noch diese 3,5 Quadratmeter haben, die da ab müssen. Und
Wir haben ja schon ein bisschen aufgeräumt, dann die ganze Ecke, wo dieser ganze Müll drin war. Sprich, da hinten, da stellen wir jetzt erstmal den Bauschutt hin. Dann haben wir nämlich erstmal das Platz. Und jetzt machen wir hier noch, wie gesagt, die drei Enden da noch und dann, ja. Dann sieht es auch schon mal ein bisschen gerade aus. So, durch für heute. Yeah. Der ist auch einer. Yay, wir haben es geschafft. Nö. Und wir haben es geschafft. Ja, Podest sauber. Nächstes Mal Abteilung hier Winkel. Da kommt noch ja, der Rest vom Podest dran. Und jetzt ja, Schnauze voll. Genug geschafft, genug bewegt heute. Genau, ihr kennt das. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.